der Kutschen und Schlitten des kaiserlichen Hofes. Heute sind im neuen Marstall die Musikhochschule Hans Eisler, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin und der Verein für die Geschichte Berlins untergebracht. The tall building on the left is the old stable block of the city palace called the new Marstall. It used to house the carriages, sledges and today it is used by parts of the central library and by the Hans Eisler Music College. Sehr schön sieht man jetzt voraus die Ober. Berlin, kurz Berliner Dom genannt. Er wurde 1905 eröffnet und von Julius Raschdorff für Kaiser Wilhelm II. Entworfen. Im Keller des Doms befindet sich die Gruft der Hohenzollern. Hier liegen über 100 Mitglieder der preußischen Herrscherfamilie bestattet. In die Gruft kann man hinabsteigen und hinaufsteigen kann man auch die 273 Stufen hoch zur Balustrade. Der Umgang unterhalb der Kuppel bietet auf 50 Metern Höhe einen schönen Blick über die umliegenden Sehenswürdigkeiten. On the left you can see the Berlin Cathedral. It was opened by Emperor William II in 1905 as the main church of court. The crypt under the cathedral holds over 100 sarcophagi of the Hohenzollern family of the past 400 years. After climbing 273 steps, you reach the dome gallery. It provides a beautiful view of the surrounding sites 50 meters above street level. Dokumentationszentrums. Das ist das Zentrum Judaicum. In the distance, the golden dome in front of us belongs to the new synagogue in Oranienburger Straße. It was not destroyed on Kristallnacht in 1938, but heavily damaged during the war. The front part was reopened in 1995 for service and museum and is now called Zentrum Judaicum. Vor uns liegt jetzt die Friedrichsbrücke, benannt nach König Friedrich II., genannt eine Rekonstruktion. Der Stahlbetonkern wurde mit Sandstein verkleidet. Lediglich die Lampenpfeiler stammen noch aus dem 18. Jahrhundert. Ahead of us is now the Frederick Bridge, named after King Frederick II, called the Old Fritz. Again, this is a reconstruction. The reinforced concrete core was covered with sandstone. The 18th century. Mit der Ausstellung einer privaten Sammlung damals moderner Kunst eröffnet. Das Ausstellungskonzept folgt bis heute der Idee, deutsche Kunst durch die Jahrhunderte zu zeigen. Die Namen berühmter deutscher Künstler sind oben zwischen den Säulen in goldenen Buchstaben verewigt. On the left behind the arcades you see now the old National Gallery from 1876. It is looking like an ancient Greek temple and is showing painting of German masters through the ages.
Gleich anschließend an die Alte Nationalgalerie sehen Sie die Rückseite des Pergamonmuseums. Ursprünglich war der Eingang des Pergamonmuseums von dieser Seite. Man ging innen gleich die Stufen des Pergamonaltars hinunter und war umgeben von diesem beeindruckenden Kunstwerk aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Dargestellt ist der Kampf der olympischen Götter mit den Titanen. Right after the old National Gallery, you see the back of the Pergamon Museum. Originally, the entrance to the Pergamon Museum was on this side. Inside, you walk down the stairs of the Pergamon altar, immediately surrounded by this impressive work of art from the 2nd century before Christ, showing the battle of the Olympian gods with the Titans. Bode-Museum wurde 1904 als Kaiser-Friedrich-Museum eröffnet. 1956 wurde es umbenannt nach seinem berühmtesten Direktor Wilhelm von Bode. Das Bode-Museum beherbergt die Skulpturensammlung, das Museum für byzantinische Kunst und das Münzkabinett. On the left bank now, the Bode-Museum. It was opened in 1904 and originally named the Kaiser-Friedrich-Museum. In 1956, it was renamed after its most famous director, Wilhelm von Bode. The Bode Museum houses the sculpture collection, the Museum of Byzantine Art, and the coin cabinet. Mühlendammschleuse abzweigt in die Spree. Dahinter sehen Sie die Kaserne des Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Regiments Nummer 1, einer Eliteeinheit der preußischen Armee. Seit 1950 heißt sie Friedrich-Engels-Kaserne, weil hier zu DDR-Zeiten das Wachregiment Friedrich-Engels für die neue Wache unter den Linden stationiert war. Heute gehört das Gebäude zu den Museumshöfen und ist als Erweiterungsbau für die Museumsinsel vorgesehen. Immediately after we meet the Spree Canal, you see on the left the Alexander Barracks. Once the Royal Guards were stationed here. Today the museums are planning to use these barracks as workshop and extension buildings. Das beige Gebäude links ist das Amt des katholischen Militärbischofs. Die Straße davor heißt Am Weidendamm, entsprechend vor uns die Weidendammer Brücke, die einzige Brücke in Berlin-Mitte, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde. Darüber führt die Friedrichstraße schnurgerade vom Oranienburger Tor im Norden zum Halleschen Tor im Süden. Die Friedrichstraße war früher die längste Straße von Berlin. Auf der Weidendammer Brücke verlobte sich Theodor Fontane mit Emilie Rouanet Kummer. Und auf der Weidendammer Brücke verkauften Pünktchen und Anton bei Erich Kästner Streichhölzer bzw. Schnürsenkel an vorbeieilende Theaterbesucher. Denn ganz in der Nähe liegen das Deutsche Theater, der Admiralspalast, der Friedrichstadtpalast und das Theater am Schiffbauer Damm. On the left bank of the river you see now the last building of the barrack complex, which belongs to the Catholic military bishop. The bridge in front of us is called the Weidendammer Bridge. It carries the Friedrichstraße. It is the only bridge over the Spree in Berlin-Mitte that was not destroyed in World War II. Okay. Several theaters are located in the neighborhood, such as the Deutsches Theater, the Admiral Palace, the Friedrichstadtpalace, and the theater at the Schiffbauer Damm.
Hier wurde die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill 1928 uraufgeführt. Seit 1954 ist das Theater am Schiffbaudamm Spielort des von Brecht gegründeten Berliner Ensembles. After the Bridge on the Right lies the famous theater Berliner Ensemble, founded by Bertolt Brecht in 1954. It was here that the first performance of his Three Penny Opera with the music of Kurt Weill was given in 1928. The Ballad of Mack the Knife became one of the most covered hits in pop and jazz history. Gegenüber der Bahnhof Friedrichstraße, wo sich auf vier Ebenen Fernbahn, S-Bahn, Straßenbahn und U-Bahn kreuzen. Der Bahnhof Friedrichstraße war zu Mauerzeiten Grenzbahnhof. Davor die Ausreisehalle, der Tränenpalast, so genannt wegen der vielen weinenden Abschiede. On the left hand of the riverbank is Friedrichstraße Station. Voraus sehen Sie am Horizont schon die Kuppel des Reichstags. Vorher auf der linken Seite das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, kurz Bundespresseamt. We are approaching now the governmental quarter and in the distance you see already the dome of the Reichstag. Before on the left, the press and information office of the federal government. Der Reichstag war von hier aus gesehen das erste Gebäude auf der Westseite der Berliner Mauer. Er wurde von Paul Valot entworfen und 1896 eingeweiht. Die alte kupfergrüne Kuppel wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die neue Glas-Stahl-Kuppel von Norman Foster wurde 1999 eingeweiht. From here, the Reichstag was the first building beyond the wall in West Berlin. It was designed by Paul Valot and opened in 1896. The original copper-green dome burned down during World War II. In 1999, the Bundestag moved into the renovated Reichstag's building with a new dome of glass and steel by Lord Norman Foster. The dome of the Reichstag is open to public every day from 8 a.m. until midnight. Before the next bridge on the left bank is the main studio of the public German television channel ARD. Links vor der Marschallbrücke sehen Sie das ARD-Hauptstadtstudio, in dem unter anderem sonntags der Bericht aus Berlin aufgezeichnet wird. Hier befinden sich auf 53.000 Quadratmetern die Büros von ca. 400 Bundestagsabgeordneten und ihren Mitarbeitern. Daneben das alte Reichstagspräsidentenpalais. Heute ist es Sitz der Parlamentarischen Gesellschaft. This is used by the Bundestag administration and also contains offices for foreign members of parliament and their employees. The old building on the left. Originally the Reichstag President Palace. It is now used by the Parliamentarian Association of the German Bundestag. Rechts das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus mit weiteren Büros, einem großen Anhörungssaal, der Bibliothek, der Galerie und der Turnhalle des Bundestags.
Und links dann das Paul-Löbe-Haus mit der Kantine unten und dem Europasaal für die Ausschüsse oben. Außerdem hier der Besucherdienst und weitere Abgeordnetenbüros. Beide Gebäude werden durch den Jakob-Mierscheid-Steg verbunden, wobei die untere Brücke öffentlich zugänglich ist, während die obere häufig als Beamtenlaufbahn dient. On the left is the Paul-Löbe-Haus, containing 1,000 offices for the members of the parliament and assembly halls for various government committees. On the right you can see the Mary Elizabeth Lüders House, housing the parliamentary library. The two buildings are linked by two pedestrian bridges, one above the other, linking the two hubs of the city not just symbolically, but also in reality.